Daten und Informationen bilden die Basis für alle Bereiche der Informationsgesellschaft. Egal ob in der Produktion, im Management, zur Mobilität oder in der Freizeit, Daten bestimmen unser Leben. Das geschieht oft unscheinbar durch den Wecker am Morgen, den Fahrplan an der Bushaltestelle oder den Wetterbericht. Deutlicher wird das bei unserer Smartphone-Nutzung, wenn wir beispielsweise eine Navigations-App verwenden oder Erinnerungen von unserem Kalender erhalten. Daten und Informationen helfen uns, unsere Umwelt zu verstehen, Zusammenhänge zu erkennen, Entwicklungen nachzuvollziehen oder vorherzusagen und Prozesse zu steuern. Im Alltag verwenden wir die beiden Begriffe Daten und Informationen oft synonym. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Begriffe. Worin unterscheiden sich aber die beiden Begriffe Daten und Informationen und warum sind sie für uns so wichtig? Begleiten Sie mich auf einer kurzen begrifflichen Standortbestimmung. Kommen wir zu den Daten. Daten bestehen aus zwei zentralen Komponenten. Zum einen sind das die Werte. Werte können Zahlen, Kalenderdaten, Uhrzeiten oder Zeichenketten sein. Zusätzlich verfügen Daten über einen Kontext. In unserem Fall ist das die Maßeinheit Zentimeter. Häufig verfügen Daten außerdem über eine Beschreibung, die ihre Bedeutung weiter einschränkt. Mithilfe der Kontexte lassen sich verschiedene Daten gemeinsam organisieren. Zusammengehörende Daten bezeichnen wir als einen Datensatz. So lässt sich leicht ein Kubus der Länge 9 cm, Breite 10 cm und Höhe 8 cm vorstellen. Daten, die durch direkte Messung gewonnen wurden, bezeichnen wir als Rohdaten oder auch als Primärdaten. Mithilfe von Daten können wir also unsere Umwelt beschreiben. Wir könnten unseren Kubus aber auch mit 720 Kubikzentimetern beschreiben. Zu diesem Wert gelangen wir, indem wir die Länge mal der Breite mal der Höhe nehmen. Einen solchen Wert bezeichnen wir als einen abgeleiteten Wert. In diesem Zusammenhang hören Sie gelegentlich auch den Begriff der indirekten Messung. Das bringt uns zur Information. Zwischen Daten und Informationen besteht ein zyklischer Zusammenhang, der durch die Aggregation gebildet wird und an dessen Ende abgeleitete Daten stehen. Diesen Prozess bezeichnen wir als Informationsgewinnung. Die Informationsgewinnung hilft uns beim wissenschaftlichen Arbeiten, Forschungsfragen zu beantworten und beim wirtschaftlichen Handeln dient sie zur Planung, Optimierung und Steuerung von Arbeitsschritten. Die Informationsgewinnung besteht aus 5 Phasen: der Datenerhebung, der Auswertung, der Analyse, der Präsentation und der Handlung, die wiederum zur Datenerhebung führen kann. Informationssysteme unterstützen uns dabei durch Sensoren, Algorithmen, die Datenorganisation, Steuerung und Aktuatoren, zu denen Motoren, Lampen, Lautsprecher und Displays gehören. Aktuatoren können wir wiederum mit Sensoren rückkoppeln. Kommen wir zu unserer Einstiegsfrage. Worin unterscheiden sich die beiden Begriffe Daten und Informationen eigentlich und warum sind sie für uns so wichtig? Daten beschreiben unsere Umwelt über Werte und Kontexte. Informationen hingegen sind das Ergebnis der Organisation und Aggregation von Daten im Rahmen der Informationsgewinnung, an der am Ende abgeleitete Daten stehen. Die Informationsgewinnung ist ein 5-stufiger Prozess, der gleichermaßen für das wissenschaftliche Arbeiten und das wirtschaftliche Handeln von Bedeutung ist. Informationstechnologien liefern uns interessante Daten und Informationen, die uns neue und spannende Einsichten bieten. Deshalb lohnt es sich, wenn wir uns mit den Konzepten des algorithmisch-systemischen Denkens, der Statistik und der Modellierung von Daten und Informationen am Computer beschäftigen.